Hallo, mein Name ist Goraschkov. Ich weiß nicht. Kein Herr. Okay, das ist das. Immer positiv. Mein Leben ist das Handball. Er ist nicht nur ein Spaßvogel, er ist auch der Älteste und Erfahrenste. Und bei seinem Heimdebüt gegen Aufsteiger Nordhorn war er auch gleich der Beste. Goraschkov, der Neue im Tor der Eulen Ludwigshafen. Er passt super ins Team. Ich glaube, vom Charakter her denkt man nicht, dass er 42 ist. Ist ein super lockerer Typ, ist ein überragender Torwart, brauche ich nicht drüber reden, dass er ganz, ganz große Qualitäten hat. Seine Erfolge sprechen für sich. EM-Silber, französischer Meister, Olympiateilnehmer. Der Slowene ist ein Glücksfall für die Eulen. Davon durfte sich auch unser Reporter Marcel Schreiner überzeugen. Da Stammkeeper Stefan Hahnemann mit den Folgen einer Lungenembolie zu kämpfen hat, musste Trainer Benjamin Matschke handeln. Und um Ersatzmann Schkoff zu überzeugen, genügte dann auch nur ein Anruf. Das ist Bundesliga. Das ist immer Full Halle, immer gute Stimmung, richtig gute Bier. Und warum nicht? Er kam nochmal, Ben ruft mich 31. Oktober. Ich habe ein Problem mit einem Torwart, ich weiß nicht, wann kam zurück. Junges Spiel, das ist kein Paris, oder ich weiß nicht, Erlangen oder Nant. Kein Problem für mich. Handball ist Handball. Wie ernst er seine Aufgabe nimmt, zeigt er bei seinem ersten Spiel in der Eberthalle. Im Schnitt haben die Eulen bisher 28 Gegentore kassiert. Gegen Nordhorn musste Schkoff nur 12-mal hinter sich greifen. Da die Ludwigshafener selbst 19 Tore erzielten, sicherten sie sich zwei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wir haben sehr, sehr gut gearbeitet die Woche. Wir hatten schon auch Druck, gerade weil wir auch zu Hause gespielt haben. Wir wollten vor allen Dingen unseren Fans was zurückgeben. Druck, der auch in den kommenden Partien bleiben wird. Nach 13 Spielen steht die Mannschaft mit 2 Siegen auf dem vorletzten Platz. Stand jetzt bedeutet das Abstiegsplatz. Umso wichtiger wäre ein weiterer Sieg am Sonntag in Balingen. Ja, wir wollen natürlich in jedem Spiel was Zählbares holen, das ist ja ganz klar. Und jetzt in Balingen beim Aufsteiger, spielen bis jetzt eine überragende Runde, muss man so ganz klar sagen. Wird es natürlich schwer. Aber wir sind jetzt auch gut drauf. Das gilt auch für Keeper Schkoff, der am Sonntag nicht nur der Älteste sein wird, sondern auch wieder der Beste sein möchte.